feiern diese ökumenische Abendandacht am ersten Wochenende der Passionszeit. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dies ist nun der Beginn der Passionszeit. Passion, das heißt zu Deutsch Leiden. Und wir Christinnen und Christen gehen gedanklich in dieser Zeit den Weg Jesu ans Kreuz. Welche Konsequenz dieses Mitgehen für uns hat, das ist das eigentlich Entscheidende, finde ich. Es wirft Fragen an unser Leben auf. Kann ich ehrlich und aufrecht leben? Kann ich ein Leben führen, in dem ich mir selbst und anderen und auch Gott gerecht werden kann? Kann ich mir selbst und den Fundamenten meines Lebens treu bleiben? Oder lasse ich mich hin und her reißen von den äußeren Umständen, von all den Möglichkeiten, die mir entweder gegeben oder genommen werden. Jesus ist seinen Weg unbeirrt gegangen und wir stehen in seiner Nachfolge. Ganz herzlich willkommen zu dieser ökumenischen Andacht, die Sie auf YouTube sehen. Wir stehen heute hier in der St. Petri-Kirche in Burgwedel. Wir, das sind Jakob Blume, der hinter der Kamera steht. Dann werden Michael Zettel und Reni Kruckemeier-Zettel die Aufnahmen schneiden und in ein Format bringen, das dann gesendet werden kann. Mein Name ist Jens Blume. Ich bin Pastor hier in St. Petri. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, guter Gott, ob fröhlich oder traurig, gesund oder krank, wir erwarten einen Zuspruch für unser Leben. Wir hoffen auf deine Nähe, damit wir spüren, wie gut es uns tut, wenn wir uns zu dir halten und an dich glauben. Dass der Weg des Glaubens schwer ist, das weißt du. Hilf uns dabei. Segne uns in diesem Gottesdienst und alle Tage unseres Lebens. Denn darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist, ein wahrer Gott, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, den Leidensweg Jesu zu bedenken, dieser Passionszeit, also dieser Zeit zwischen Aschermittwoch und der Osternacht, das bedeutet zum einen ja, sich von den Geschichten, die damals gewesen sind, berühren lassen, vielleicht nachzufühlen, was damals geschah. Biblische Texte haben aber auch den Anspruch, Grundlinien nachzuzeichnen, die unser eigenes Leben betreffen. Grundaussagen darüber, wie Gott es meint, mit uns und mit der Welt. Darum geht es mir bei dem Predigtext für den Sonntag in Vokabit für dieses Wochenende, bei dieser Andacht hier auf YouTube und überhaupt beim Erleben der Passionszeit. So steht es geschrieben im Evangelium nach St. Johannes im 13. Kapitel, in den Versen 21 bis 30. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter den Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er da redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, mit dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, den Sohn des Iskariot,
Und nach dem Bissen fuhr der Satan ihn an. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Worte des lebendigen Gottes, die in seine Kraft sind auf unserem Weg durchs Leben. Amen. Es geht um die Jünger. Diejenigen, die Jesus als Erste nachgefolgt sind. Da gibt es, so haben wir das gehört, den besonders guten Jünger, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und es gab den besonders bösen, der, in den der Satan fährt, nachdem er den Bissen von Jesus genommen hatte. Wie einfach, dass man dort in der biblischen Geschichte auf den ersten Blick so gut unterscheiden kann zwischen gut und böse, zwischen dem, der alles richtig macht und dem, der alles falsch macht. Der eine erscheint vertrauenswürdig, der andere hinterhältig. Man weiß ja, wie die so sind. Die Szene scheint völlig klar, weil die Klischees geprägt werden. Hell und dunkel, weiß und schwarz. Der eine bleibt, nämlich der liebe und gute Jünger. Der wird nicht mit Namen genannt. Viele meinen, das war Johannes vielleicht selbst, aber eigentlich spielt das für das Verständnis dieses Textes überhaupt keine Rolle. Der andere aber, den wir mit Namen kennen, ist Judas, Sohn des Simon Iskariot. Und der geht hinaus in die Welt. Über Jahrhunderte ist diese Szene in der Kunst dargestellt worden. Das Abendmahl. Jesus, der mit seinen Jüngern noch einmal Gemeinschaft hat, bevor alles losgeht, dort in Jerusalem mit der Verfolgung und all dem, was dann geschieht, bis hin zur Kreuzigung und der Auferstehung. Johannes, oft ganz jung, mit weichen Zügen und langen Haaren. Er hat in den Darstellungen immer etwas Mädchenhaftes, Weibliches. Sie sehen hinter mir die Kreuzigungsszene der St. Petri-Kirche auf unserem Altar. Und der Rechte unter dem Kreuz, das ist Johannes. Viele Kinder, die unsere Kirche besuchen, sind dann immer ganz überrascht, wenn sie erfahren, dass das Johannes ist. Ein Junge, der sieht aber sehr weiblich aus. Judas dagegen wird immer als einer mit einem wilden Bart und finsterem Blick dargestellt. Ein echter Kerl. Böse halt. Von dem haben wir natürlich kein Bild hier in der Kirche, aber er sieht vielleicht ein bisschen so aus wie ich. Stechender Blick und Bart. Solche Darstellungen haben in unserer christlichen Welt ganz wesentlich geprägt, wie wir uns böse Menschen vorstellen und wie die guten aussehen. Die sprichwörtlich finsteren Gesellen sind natürlich in dunkler Nacht aktiv. Was oft aus dem Blick gerät, beide sitzen mit Jesus am Tisch. Für beide bricht Jesus das Brot und teilt den Wein. Er gibt Judas den Bissen. Er spricht über das, was ihm bevorsteht. Und keiner will es wahrhaben. Keiner will es glauben. Auch Judas nicht. Und dann spricht Jesus zu Judas: Was du tust, das tue bald. Das ist es. Jesus behält, wenn man so will, die Regie. Er weiß um den Verrat des Judas. Und er braucht diesen Verrat sogar, damit er sein Heilshandeln am Kreuz beginnen kann. Der Jünger, den er lieb hat, nennen wir ihn traditionell ruhig Johannes, ist ein Vorzeigejünger. Wann immer es geht, sollen auch wir in der Nähe Jesu bleiben. Klar, den Kopf an Jesu Brust legen, darauf liegt Segen. Judas ist und bleibt aber auch einer seiner engsten Vertrauen. Sehr wichtig. Er vertraut ihm, diesen wichtigen Schritt an, die Passionszeit beginnen zu lassen. Selbst wenn wir wissen,
dass es am Ende böse für Judas ausgeht. Sein Handeln ist unabdingbar. Denn einzig Jesu, der für alle Nachfolgenden eine solche befreiende Bedeutung hat, muss sie ja einen Anfang haben. Judas ist nicht näher dran an Jesus, aber er ist auch nicht sehr weit weg von ihm. Tag und Nacht, Nähe und Ferne, beides hat seine Bedeutung und seine Zeit. Das erscheint mir wichtig, gerade wenn ich auf uns blicke. Uns, die wir diese Andacht unter diesem Wort jetzt miteinander feiern. Jede und jeder bei sich zu Hause, vor dem Rechner oder vor dem Smartphone. Das Ansehen einer Person. Das, was wir als hell und dunkel einstufen und darstellen, als gut und böse, das ist nicht das Maß für Nähe oder Ferne zu Jesus. Wenn es uns aber nicht gelingt, gut und richtig zu handeln, und das ist leider allzu oft der Fall, dann bedeutet das nicht, dass Jesus, dass Gott uns aufgibt. Wir stehen in der Glaubensnachfolge der Jünger und sind geliebt. Und gerade dadurch macht es überhaupt einen Sinn, den Leidensweg Jesu jetzt in der Passionszeit zu bedenken. Dass Jesus für uns diesen Weg geht, so wie wir sind, wird am Beispiel der Jünger erkennbar. Eben nicht nur an denen, denen ohnehin alles gelingt oder die von vornherein zu den geliebten Menschen zählen, sondern für alle. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr, unser Gott, manchmal sind die Zweifel in uns größer als das Vertrauen zu dir. Manchmal suchen wir nach einem wirklichen Fundament für unser Leben und suchen dabei nur bei uns. Sind verzweifelt, wenn vieles nicht gelingt oder wenn die Umstände um uns herum so vieles nicht möglich sein lassen. Versuchen aber, Herr, dir nachzufolgen, wollen das Gute, was gelingt nicht immer. Lass uns bei dir Halt finden, sodass wir entlastet und zugleich auf einem guten Lebensweg gehalten werden. Wir bitten dich für alle, denen ein gutes Leben selbstverständlich geworden ist. Für diejenigen, die es manchmal gar nicht wertschätzen, gesund aufzustehen, das Licht zu sehen, die frische Luft einzuatmen. Wir bitten für diejenigen, die gar nicht mehr darauf achten, was es heißt, einen neuen Tag erleben zu dürfen. Das Leid anzunehmen als etwas, das dazugehört. Gib uns offene Augen, Herr, für das Wunder, für deinen Weg ans Kreuz, für das Heil, das darin liegt, für das Geschenk des Lebens. Und wir setzen unser Gebet fort mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hinein in die Tage der Passionszeit, in der Kraft, in der Liebe und unter dem Segen Gottes, unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.